Wir fahren für 4 Monate nach Spanien und Marokko mit unserem Wohnwagen. Gestartet sind wir in Ungarn bei wunderschönem Wetter an unserem Haus. Mit dabei sind unsere 2 Kinder und unser Beagle. Kurz nach der österreichischen Grenze hatten wir einen richtigen Wintereinbruch. Herzlich willkommen im Winter Wonderland. Dabei wollten wir doch eigentlich im Warmen überwintern. Für den Notfall haben wir natürlich Schneeketten im Gepäck. Natürlich hoffen wir, dass wir mit unserem Gespann nicht in einem Schneechaos landen. Für die erste Nacht im Wohnwagen haben wir uns frei hingestellt. Nach dem langen Reisetag ist mein Mann mit unseren beiden Kindern schwimmen gegangen. Das war an diesem Abend genau das Richtige für die 3. Und ich bin hier geblieben. Kümmere mich um unseren Hund, der braucht ein bisschen Auslauf, und mache ein bisschen Proviant für die Fahrt, denn morgen geht es weiter. Die erste Nacht im Wohnwagen war super gemütlich. Am zweiten Reisetag haben wir eine Strecke von 700 Kilometern vor uns. Wenn dir das Video gefallen hat und uns auf unserer weiteren Reise begleiten möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir folgst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!